Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play 35mm. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer euer Busfahrer Felix. So, wir haben die letzte Nacht erfolgreich überstanden, haben einen Bären erledigt und etwas Wasser zum Kochen geholt und sind jetzt auf dem Weg zusammen mit unserem Bro in die nächste Stadt zu gehen, auf der Suche nach was eigentlich? Meine Wahrnehmung ist immer noch etwas getrübt. Aber ich traue mich jetzt nichts mehr zu essen, da ich nur noch einen Vorrat an Essen habe. Ich hätte vielleicht etwas schneller das Wasser finden sollen, aber nun gut, das Leben ist live. Und ja, so ist es nun so, wie es ist. Ich habe nur noch ein Essen. Wir müssen halt dann unterwegs irgendwas finden. Hast du noch etwas zu essen dabei? Aber die Kirche wollte ich mir gerne mal anschauen. Ja, genau, das war das Geräusch, das als ich durchs Gebüsch gelaufen bin. Stimmt. Faith in God will help us. Ja, ist schon nicht schlecht, wenn man da mal sämtliche Dinge so ein bisschen durchschaut. So ein bisschen durchforstet und durchstöbert. Hier sind auch noch ein paar Häuser. Wobei ich glaube nicht, dass wir dann da... Wobei, nee, doch, wir müssen dann hier weiter, oder? Oder wir kommen doch dann da vorne gar nicht mehr weiter. Jetzt lass mich erstmal hier noch ein bisschen schauen, denn da war ich letzte Nacht noch nicht. Vielleicht finde ich hier noch ein bisschen was zu essen. Das wäre natürlich traumhaft. Okay, hier geht's nicht rein. Da sind alle Fenster zu. Alles verschlossen. Warte mal, vielleicht haben sie den Triggerpunkt auf die falsche Seite gesetzt. Nein. Okay, da kommt man scheinbar tatsächlich nicht rein. Wobei es hier schon interessante Sachen gäbe. Aber anscheinend nicht zu essen. Schauen wir mal noch in die anderen Häuser rein. Ob wir da etwas finden. Da ist eine Vogelscheuche. Erinnert mich an Pineview Drive. Ach, jetzt sind wir hinter dem... Aha. Naja. Da gibt es bestimmt irgendwas zu essen. Aha. Na, siehst du. Sage ich's nicht. Oh, Scheiße. Shit. Hätte ich besser aufpassen sollen. Zwei Bären fallen. Aber hier gibt's was zu essen. Hey. Hallo? Essen? Sind hier noch mehr von diesen verseuchten Dingen? Oder anders gesagt, ist dieser Platz hier noch mehr verseucht? Der ist zugebunden. Nein, ich will es nicht fotografieren. Quatsch. Hier gibt es was zu essen. Sehr gut. Da ist ein Teekessel. Und Blut. Ein Spiegel. Flackerlicht. Ach, Quatsch, ich wollte die Türen zumachen.
Okay, hier gibt es nichts mehr zu sehen. Na gut, solange hier keine Gespenster, Geister oder ähnliches sind, geht's ja noch. Eine schöne Melodie. Gefällt mir. Komm, nochmal, weil es so schön war. Sehr schön. Sehr schön. Okay, gehen wir weiter. Vielleicht finden wir noch ein weiteres Haus. Bestimmt finden wir noch ein weiteres Haus. Und da hinten ist schon das nächste. Ich brauche irgendwas zu essen. Ich brauche sehr bald etwas zu essen. Um noch mehr Essenssachen zu finden. Didn't you see anything at night? Here's fire pit. Den letzten Satz konnte ich nicht lesen. Was hier recently? Check the house. Oh shit. Was essen? Wenn diese Hinweise kommen. Was hat es mit diesem Schädel auf sich? Ich weiß es nicht. Ich möchte jetzt erstmal was zu essen. Was hat es mit diesem Schädel auf sich? Ich möchte jetzt ganz bewusst nicht in die Nähe schauen. Hier. Was zu essen? Nein. Eigentlich kann ich die Lampe auch auslassen. Was bringt mir das schon, hier ständig mit der Lampe rumzulaufen? Was ist das? Hat mich jetzt schon ein bisschen erschreckt. So, was steht hier? Since the beginning of the events, my life changed dramatically. I was lucky that the disease did not affect me, but there's still a bunch of troubles. Living here is definitely easier than in the city. Subsistence farming helps greatly, 'cause now I can't go to the store to buy potatoes with meatballs, can't taste any cold beer. The marauders beset traveling from place to place. Robbing travelers do not disdain with anything. Must have completely forgotten of conscience and honor. Sooner or later, I will have to get out of here. Okay. Essen, sehr gut. Und eine Batterie. Aber ansonsten. Ich glaube, ich sollte mich von dem Kopf da fernhalten. Weiß nicht, ist irgendwie so ein Gefühl. Hey, da drüben sind noch mehr Häuser. Da ist noch eins.
Aber ich glaube, da kommen wir nicht rein, oder? Das ist zugenagelt. I could break the door if I had an axe. Also ich könnte die Tür einbrechen, hätte ich eine Axt. Da ist nur eine Sense. Dann bin ich der Sensenmann. Ja, jetzt muss ich hier irgendwo eine Axt auftreiben. Ich könnte mir ja auch einfach eine Batterie schnappen und die gegen die Tür donnern. Haben ja auch schon ein gutes Gewicht von stattlichen 15 Kilo. Ich glaube, die schwereren sogar 20 bis 25 Kilo. Hier komme ich nicht rein. Das ist wieder so eine Tür, da ich nicht rein kann. Hier geht es wieder so eine Wasserstelle. Aha. Na, siehst du, hier ist eine Axt. Dass ich da immer so nah rangehen muss, da weiß ich nicht, kann ich es jetzt nehmen oder nicht. Regen. Das Wetter schlägt um. Komm, gehen wir wieder. Hey, das ist doch mal. Warte, nochmal. Wie schlecht wird ihm jetzt seine Brille da, Okay, da komme ich nicht rauf. Hat der eigentlich eine Brille auf? Habe ich gar nicht geschaut. Okay, das sind Handschuhe. Irgendwie erinnert mich das dann an das Krankenhaus. Hier ist noch ein Brief. Grandmother Lisa is getting worse every day. We were thinking a lot how to ease her pain. But we couldn't do it, just lacked her courage. We had to leave her here to board up the windows and barricade the door. If you are reading this, be careful. Da liegt also irgendwo eine Oma. Nehme das Medpack mit. Zwei Kerzen, die wir nicht anzünden können. Mensch, es muss doch irgendwo was zu essen geben. Wenn ich vollkommen bescheuert bin. Ist das dann diese in diesem Haus, wenn ich das jetzt aufbreche, ist dann da diese Oma drin? Ich möchte es mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht ausmalen. Hier ist immer noch Wasser drin. Ist das zu glauben? Wahnsinn. Okay. Gehen wir wieder zurück. Ist noch ein. Was sind das für Lichteffekte? Okay. Gehen wir wieder zurück in das andere Haus. Da kommen wir nicht rein, oder? Nein, da kommen wir nicht rein. Gut, gehen wir nochmal zurück. Von wo sind wir jetzt eigentlich gekommen? Ist da das Haus? Nee. War ich hier nicht schon mal? Oder bin ich jetzt komplett doof? Nee, hier war ich noch nicht. Na gut, kann ja gar nicht sein. Newsfeed. Chaos is coming. The virus unknown to science to continues to claim lives all around the world. So scientists have a hypothesis that the virus may be the new strain of Ebola virus. Okay. The symptoms are similar. However, the impending epidemic threatens with far more serious consequences. The disease is practically incurable and proceeds very rapidly. The mortality rate is 83%. In rare cases, the patients have the immune system, which in a few days display the body of toxic substances and removes the virus. Oh, Virus. Spricht man das eigentlich auf Englisch? Virus oder Virus? Da ist nichts drin. Da kommt klassische Musik raus. Okay. Immer wieder interessant.
Gibt's hier was zu essen? Nein, hier gibt's nur einen Topf. Ein Topf, verstehst du? Ein Topf. Das ist nur ein Topf. Ist auch nichts zu essen. Nur eine Zange. Warum liegen hier so viele Zangen rum? Was hat denn das zu bedeuten? Und ein Stuhl. Wo ist denn jetzt eigentlich nochmal das Haus, das ich mit der Axt einschmeißen kann? Die Tür. Ich habe wieder Nahrungsmittel. Sehr gut. Ist hier drunter irgendwas? Nein. Und ein Fernseher. Der Regen draußen hört sich auch ein bisschen an wie der Schnee vom Fernseher. Aber auch nur ein bisschen entfernt. Wo ist denn jetzt nochmal das Haus? Das Verschlossene. War das da hinten irgendwo? Von wo komme ich überhaupt? Ach so. Nee, jetzt dachte ich, da ist eine Tür. Ah, warte mal. Hier bin ich richtig, oder? Nee, da bin ich falsch. Also muss ich eins zurück. Halt. Warum ist da eine Türklinke dran, die ich nicht benutzen kann? Hier sind nur Fenster. Das gibt's doch nicht. Wo ist denn das Haus? Jetzt finde ich mich hier überhaupt nicht mehr zurecht. War ich hier schon mal drin? Das gibt's doch nicht. Okay, jetzt bin ich komplett erschöpft. Ich glaube, jetzt muss ich tatsächlich mal was essen. Ja gut, das heißt, jetzt muss ich mich ein bisschen erholen. Ich kann jetzt nicht mehr laufen, nicht mehr rennen. Was? So weit bin ich jetzt wieder zurückgelaufen? Boah, das ist ja nicht schlecht. Das ist mal eine Ansage. Okay, na dann gehen wir mal wieder los, dem alten Weg folgend. Und schauen wir mal, ob ich dann hier das Haus irgendwo finde. Das Haus ist offen. Dann muss es eins von diesen Häusern sein. Da ist das Haus mit den zugespacksten Tür. I can break it with an axe. Naja. Ach, die Nummer 3 ist die Axt. Hier nehmen wir das Essen gleich mal mit. Dann gibt es hier zumindest irgendwas zu holen. Okay, es ist also doch nicht. Geht also doch nicht die Gefahr aus, von der ich jetzt gerade gedacht habe. Und da geht das Ofenrohr raus. Okay. Aber gut, ich glaube, wir haben jetzt hier alles gesehen und folgen nun weiter den Weg. Bloß in welche Richtung? Welche Richtung ist jetzt nochmal die richtige? Ich glaube, die hier, oder? Da steht wieder ein Auto, aber da kommen wir nicht rein. Hier gibt es so viel zu entdecken. Da kommen wir nicht rein. Und da hinten steht der Bro. Der rennt auch schon wieder so. Okay. Gibt es hier irgendwas zu entdecken? Das klingt. Die Umgebungsgeräusche klingen jetzt hier auch nicht wirklich so
so vertrauenserweckend. Komm, lass mich mal wieder raus. Okay, gehen wir weiter. Ah! Seems to be up. Looks very perky. Nein! Nein! Sound is don't you? Yeah. Na wunderbar. I need to find a canister with fuel. Na super. Okay. Und wie es weitergeht und ob wir den Kanister mit Fuel finden werden. Und ob wir den Kanister mit Fuel finden werden, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr danach wieder reinschaut. Und wenn ihr noch weitere Videos sehen wollt, dann schaut einfach mal rein in meinen Kanal, ob ihr was findet in der entsprechenden Playlist. Und wenn ihr keine Videos verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal und schaltet auch die Glocke dazu ein. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Busfahrer.